Moin Leute, was geht's? Play vom Start und willkommen zu einem neuen Discord-Tutorial auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem MEE6-Bot. Er ist die Nummer 1 für Musik, Quiz, Moderation und auch wichtig für Willkommens- und Verifizierungsnachrichten, wie man sie von jedem großen Server kennt. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr das auch auf euren Server bringen könnt. Dafür geht ihr als erstes auf MEE6.xyz. Jetzt seid ihr auf der Seite des Bots, denn diesen Bot könnt ihr nicht ganz einfach über bots.discord.pw runterladen, wie ich es euch in einem anderen Tutorial schon gezeigt habe, sondern wirklich nur über diese Website. Also adden wir ihn erstmal zu Discord. Dafür müssen wir uns hier jetzt ganz schnell anmelden. Sind wir jetzt angemeldet, müssen wir einen Server auswählen, auf den wir den Bot hinzufügen wollen. Ganz wichtig, ihr müsst auf diesem Server Administratorberechtigungen haben, damit ihr den hier seht. Auf diesem Server ist er schon überall, aber auf diesem noch nicht. Also gehe ich jetzt auf diesen Testserver, den ich schon vorbereitet habe, und auf Setup MEE6. Jetzt muss ich den nochmal separat auf diesen Server autorisieren und ihm seine Rechte geben. Wenn wir jetzt auf Discord reingehen, sehen wir schon am Testserver, dass der MEE6 dem Server beigetreten ist. Heute um 16.46 Uhr, also genau jetzt. Nun, jetzt sehen wir die sogenannten Plugins, die der MEE6 hat. Ein Plugin ist eine Eigenschaft und ich gehe mit euch jetzt ganz kurz alle im Schnelldurchlauf durch. Das erste Plugin ist das Custom Command. Hier kann ich ein Text Command hinzufügen. Es gibt zwar auch eine Auto Roll und ein Advanced, aber dafür braucht man Premium und für Premium muss man im Monat 5 Euro umgerechnet zahlen. Also gehen wir zurück. Hier können wir ein Text Command hinzufügen. Zum Beispiel können wir hier den Command Event eingeben. Und hier können wir jetzt die Nachricht eingeben, die der Bot zurückgeben soll. Zum Beispiel Event gibt es jeden Tag um 16 Uhr auf diesem Server. Wir können dem Command auch noch eine Beschreibung geben, aber es ist alles komplett egal. Hier können wir jetzt zum Beispiel noch die Rollen verteilen, die diesen Command benutzen dürfen und die, die diesen Command nicht benutzen dürfen. Und wir können ja auch noch Kanäle festlegen, auf denen dieser Command komplett gesperrt ist. Es gibt auch noch einen Cooldown, damit die User den Command nicht reinspammen und x-tausend Mal eingeben. Hier kann man jetzt auch noch festlegen, dass der Command gelöscht wird, damit auch eure Chats nicht damit zugemüllt werden. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Dann klicken wir hier auf Add und wir sehen hier Events. Wir können maximal 3 Slots, wenn wir kein Premium haben, benutzen. Aber ich würde auch sagen, dass diese Slots für den Anfang definitiv ausreichen. Jetzt haben wir diesen Command und wenn wir auf den Testserver gehen und hier Ausrufezeichen Events eingeben, sehen wir schon, Events gibt es jeden Tag um 16 Uhr auf diesem Server. So haben wir schon mal ein ganz simples Custom Command festgelegt. Haben wir zu den Leveln. Level sind so etwas wie Belohnungen, die Spieler freischalten, wenn sie auf dem Server aktiv sind. Wenn man also viel schreibt, bekommt der Spieler eine Nachricht, dass er auf den Level, dass er ein Level aufgestiegen ist. Wir können hier einen Custom Channel, dem das Ganze passieren soll, festlegen. Zum Beispiel sollte man die Benachrichtigung im Chat erhalten. Da machen wir zum Beispiel GG, du hast das Level erreicht. Dann bekommt ihr diese Meldung. Die XP-Rate, daran kann man jetzt nichts ändern. Und hier kann man auch wieder Rollen festlegen, die keine Belohnungen erhalten. Also gibt es auch Kanäle, in denen man nicht leveln kann, wenn man es reinschreibt. Dann gibt es hier noch ein paar zusätzliche Commands, wie zum Beispiel Levels oder Rank, mit denen man sein Level aufrufen kann. Also ich schreibe jetzt hier mal eine Weile lang was rein. Und wir sehen jetzt hier schon, ich bin jetzt, nachdem ich ein bisschen die Restzeug reingeschrieben habe, bin ich jetzt schon mit den Leveln ein bisschen gestiegen. Man kann diesen Leuten dann auch Belohnungen geben, die halt sehr aktiv sind.
Etwas sehr Wichtiges, das jeder Server haben soll, sind die Willkommensnachrichten. Wir sehen das hier auf meinem Server zum Beispiel. Da könnt ihr auch gerne raufjoinen. Gibt es einen Willkommenskanal und auf dem stehen alle Spieler, die neu auf den Server gejoint sind, drauf. Also hier zum Beispiel der liebe Knacks ist letztens, also am 16. Juli drauf gejoint. Und das steht dann hier drin. Können wir hier ganz einfach einrichten. Und zwar mit Send eine Nachricht, wenn ein User joint. Können wir den Channel festlegen. Ich habe jetzt hier noch keinen. Dann können wir es einfach in dem öffentlichen Chat machen. Und dann hey, den Namen des Nutzers zum Beispiel. Willkommen auf dem Server. Deinen Namen. Man kann auch noch eine private Nachricht zu den Usern senden. Zum Beispiel habe eine schöne Zeit auf den Namen des Servers. Können wir noch ein Ausrufezeichen dahinter. Wir können hier zum Beispiel auch ein kleines Bild dem Typen, der kommt, senden. Zum Beispiel Welcome to Test Server. Das Ganze können wir jetzt nicht ändern. Also den Inhalt des Bildes zerbrechen wir wieder, wie gesagt, das Premium. Das haben wir jetzt aber nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Man kann hier auch Rollen an neue Nutzer weitergeben. Also wenn man automatisch auf den Server joint, hat man automatisch die Rolle des Abonnenten. Jetzt haben wir das Problem, dass wir die Rolle des Bots über die von der schieben müssen, die wir ihm geben. Also gehen wir auf Servereinstellungen auf die Rollen und schieben die MII6-Rolle über den Abonnenten. Und schon sollte es möglich sein, müssen wir die Seite nur noch aktualisieren. Schon können wir die Abonnentenrolle problemlos senden. Jetzt könnte man hier zum Beispiel noch eine Nachricht in den Chat schreiben, wenn ein Spieler den Server verlässt. Ich halte das jetzt für keine so gute Idee. Wir können hier mal den Bye-Bye-Chat dann nehmen. Ich halte das für keine so gute Idee, da die Nutzer dann wahrscheinlich bloß über die Unbeliebtheit von eurem Server aufmerksam werden. Also das würde ich auslassen. Es gibt zum Beispiel noch das YouTube-Plugin. Das ist automatisch ausgestellt, einfach mit einem Klick aktivieren. Mit diesem Plugin kann man in Discord die neuesten Videos eines YouTube-Kanals reinposten. Das sieht bei mir, bei meinem Discord-Server ganz einfach so aus. Bei den YouTube-Videos, dass dieser Bot einfach die ganze Zeit bei jedem neuen Video eine Nachricht an alle schreibt. Wie machen wir das? Ich werde es jetzt nicht komplett mitmachen, aber wir suchen erst unseren Kanal. Nimm dann die Nachricht, zum Beispiel, hey at everyone, der und der Kanal hat ein neues Video hochgeladen. Und nimm dann einen Channel, in dem das Ganze reingepostet wird. Also ich nehme wieder den allgemeinen Chat und speichere das Ganze. Mit dem Premium Feature könnte man jetzt auch noch mehrere Channel gleichzeitig adden, aber ich finde das jetzt nicht so wichtig. Also wir haben hier unser Display-File. Ein weiteres ziemlich cooles Feature ist das Moderations-Feature. Damit können wir zum Beispiel Log-Kanäle erstellen, denen alles, was auf dem Server passiert, genauestens dokumentiert wird. So entgeht uns nichts und wir sehen hier wirklich alles und das können wir hier alles einstellen. Als erstes fügen wir Moderatoren hinzu. Also Leute, die diese Rolle haben, haben dann Kontrolle über unseren Bot. Also der Inhaber, der Admin, der Moderator. Mehr würde ich auch nicht rein. Dann ein Channel, in dem das Ganze reingeschrieben wird. Ich nehme jetzt mal den allgemeinen Chat. Jetzt sehen wir hier noch, was der Moderator kann. Der Moderator kann muten, also dass Leute nichts mehr reinschauen können. Er kann sie entmuten, er kann sie bannen und er kann sie entbannen. Die Message-Events können wir nicht reinnehmen, dafür bräuchte ich Premium. Aber die Member-Events. Zum Beispiel können wir auflisten lassen, wenn ein Nickname verändert wurde, ein Member den Server verlassen hat, gejoint hat, ein Member gebannt wurde oder nicht mehr gebannt wurde. Das ist aber unnötig, weil das mildert einfach nur eure Benachrichtigungen hinzu. Hier gibt es noch die Role-Events, zum Beispiel, wenn eine Rolle erstellt wird, wenn eine Rolle geupdatet wird oder wenn sie gelöscht. Hier noch, wenn zum Beispiel ein Member in den Voice-Channel geht oder ihn wieder verlässt. Hier, wenn Emojis oder Server-Status geupdatet wird und hier, wenn halt Kanäle erstellt, geupdatet, verändert oder gelöscht werden. Hier gibt es noch Channel, die ignoriert werden von den ganzen Benachrichtigungen. Da würde ich auch die wichtigsten reinnehmen. Ansonsten ist es auch. Jetzt auch noch den Automoderator. Das ist so eine Art Bot, der zum Beispiel Schimpfwörter automatisch herausfinden kann und löschen kann. Er kann zum Beispiel Links sperren, sodass Leute nicht irgendwie random Werbung machen für irgendwas.
Er kann Spoiler rechtzeitig markieren und bestimmte Emojis zensieren. Außerdem kann er auch noch Server-Invites sperren. Hier kann man noch automatisch entscheiden, welche Kommande gehen sollte und welche nicht. Ausrufezeichen Slow-Mode macht zum Beispiel, dass man nur sehr langsam chatten kann und nicht mehr spammen kann. Clear löscht alle Messages, die in dem Kanal sind, bannen, tempern. Ich glaube, das erklärt sich einfach selbst. Warnen. Man kann User warnen, mit 3 Warns bekommt ihr den Kick vom Server. Server-Info. Ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr erzählen. Hier gibt es noch den Timer. Ganz ähnlich wie bei den Rollen muss man hier erst einen Timer hinzufügen. Den Kanal. Und die Message. Zum Beispiel kann man jetzt hier so machen, dass er jede Minute eine Message in den öffentlichen Kanal schreibt. Also ich nehme hier zum Beispiel einen Test. Testkanal. Jede Minute soll er ausgeführt werden. Ich kann auch die Wochentage einzeln festlegen, an denen der Command ausgeführt wird. Das letzte wirklich noch relevante wären die Reaction Roles. Ich kann zum Beispiel im Support-Chat zum Beispiel werde der Co-Inhaber. Kann ich in der Reaction adden, zum Beispiel Daumen nach oben. Der gibt einen zweiten Inhaber. Ganz kurz neu laden. Support-Chat. Speichern wir das Ganze mal. Dann gehen wir mal in den Support-Chat und hier sehen wir schon, wer der Co-Inhaber ist. Ich bin aktuell noch normale User, wenn ich jetzt auf diese Nachricht reagiere, bin ich auf einmal der Co-Inhaber. Der zweite Inhaber. Ja, also wenn ich sie wieder entferne, bin ich wieder nicht mehr. Damit kann man coole Sachen machen, wie zum Beispiel eine Verifizierungsnachricht. Wie zum Beispiel bei mir. Verifizieren, reagiere mit Daumen nach oben, wenn du mit den Regeln des Servers einverstanden. Ich habe das so gemacht, dass man in die Kanäle nur was reinschreiben kann, wenn man die Verifiziert-Rolle hat. Hätte ich die nicht, ich bin jetzt Inhaber, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber hätte ich die nicht, dann könnte ich hier nichts reinschreiben und ich würde auch nichts sehen, außer dem Verifizieren-Kanal. Das waren jetzt schon die wichtigsten Features zum MEE6-Bot. Wir sehen hier noch zum Beispiel den Twitch-Kanal, ist aber, glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Ein Musik-Quiz gibt es noch, da könnte ich euch durchlesen. Mixer ist, glaube ich, nicht mehr wichtig, weil Mixer ist jetzt eh schon geschlossen. Reddit, ja, da kann man auch noch ein paar Posts anzeigen lassen. Und ich glaube, das war jetzt auch schon das Wichtigste. Musik solltet ihr noch von einem alten Tutorial kennen mit einem Musikbot. Und es gibt dann noch so Funktionen wie Search Anything, die man halt einfach durch den Browser suchen kann. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal.